Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3 und jetzt können wir endlich durch diese Tür gehen. Das Stockwerk sieht ja schon ein bisschen danach aus, als wäre es ein reines Boss-Stockwerk. Auf der anderen Seite fehlen mir aber auch noch 5 Juwelen. Wow, das sieht cool aus. Eine richtige Piratenhöhle. Und damit ist meine Frage, wo sich die Juwelen befinden könnten, auch teilweise schon beantwortet. Sind da Zahnräder drin? Aha, damit lässt sich was anstellen. Diesmal habe ich sogar als erstes an das Schwarzlicht gedacht. Kann man das glauben? Und da kriegen wir auch schon eins. Habe ich gar nicht gesehen, dass das da drin steckt. Nummer 1. Sehr ungewöhnlich. Also das letzte und das erste. Na gut. Die Musik erinnert ein bisschen an die Küche. An Frankreich. Oder Italien. Hier sitzen sie also, die Freibeuter. Und trinken ihren Rum. Kann ich dahinter gehen? Oder ist das nicht möglich? Weil diesen Hocker hier, den kann ich nicht wirklich verschieben. Na, da ist wohl eine unsichtbare Wand oder sowas. Erinnert auch ein bisschen an... Hoppla! An Paper Mario Color Splash. Da ist eines meiner Lieblingskapitel. Die Piratenreise. Oder die Reise auf die Pirateninsel. Was haben wir hier? Oh nein, nicht schon wieder so ein Viech! Luigi! was braucht man da nochmal? Irgendwas, womit man ihn füttern kann. Dann nehmen wir mal so ein Ding. Auch wenn ich nicht wirklich erkennen kann, was das ist. Ich dachte erst, es wäre eine Art Kokosnuss, aber... Nein, falscher Knopf. Aber es ist was anderes. Schlupp! Und jetzt liegt es mir auch noch im Weg. Ich schieße es mal direkt in die Kamera. Man erkennt es trotzdem nicht. Aber es macht ein hartes Geräusch, wenn es aufkommt. So, da hinten ist noch Stuff. Wie wäre ich denn da hingekommen? Oh, leckere Cocktails. Kokosmilch ist das natürlich nur. Sieht ein bisschen, ja, sieht schon ein bisschen nach Kokosnuss aus. Aber auch nach Bowlingkugel. Kann man die eigentlich kaputt machen? Oh. Das ist so witzig, ne, wenn man bei der Wurfanimation unterbrochen wird und die Items dann durch diesen geringen Kontakt mit dem Boden einfach zerplatzen. Aber jetzt, da ich das weiß, kann ich ja die restlichen auch noch kaputt machen. Wegen einer Münze. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Was ist das? Das sah merkwürdig aus. Hinterm Wasserfall. Eigentlich immer ein beliebtes Versteck. Vor allem in Zelda-Games. Und ein bisschen Zelda-Charakter hat das Spiel ja. Ich bin sehr enttäuscht. Der Barkeeper ist nicht da. Wo kriege ich denn jetzt meine Getränke her? Oh. Ich bin mir nicht sicher, wodurch ich das jetzt ausgelöst habe. Vermutlich, weil ich alles abgesaugt habe. So, hat das jetzt irgendeinen Zweck, dass ich hier rein kann? Ist ja merkwürdig. Damit hat es sicher noch was auf sich. Aber halt nicht unbedingt jetzt, vielleicht erst später. Was zum Henker ist das denn? Jetzt ist es durch den Boden geklippt. Es hat nämlich sehr, sehr interessant ausgesehen. Ich mit meinem Supersack. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Na, dann bin ich hier tatsächlich schon durch. Juwelentechnisch war das jetzt nicht sehr erfolgreich. Andererseits kann ich aber auch nicht meine Neugier weiter zurückhalten und muss durch diese Tür gehen.
Oha. Wieder so ein riesiges offenes Areal wie bei Pyramidia. Wo ich eine Viertelstunde gebraucht habe, um zu checken, dass ich einfach nur einen Hebel umlegen muss. Und es ist sogar wieder Sand. Also wirklich sehr ähnlich. Naja, zumindest auf den ersten Blick. Oh, ich denke mir schon, dass sich die Entwickler wieder was Cooles überlegt haben, um das hier so einzigartig wie möglich zu gestalten. Hey, ja, das kannst du mal hergeben hier. Nee, falsche Richtung, Louis. Hm. Hoppla. Die wackelt aber bedrohlich. Ja. Das wohl was bringt, wenn man sämtliche Blätter von der Palme absaugt. Hm, nee. Was war denn da? Eine Meerjungfrau-Statue. Direkt aus Link's Awakening geklaut. Hierher importiert. Unsichtbare Wand. Aber an die komme ich ja nicht wirklich dran. Ah, hier. Hier ist mein Fadenkreuz. Ja, prallt einfach ab. Wie wär's denn dann mit einer Kokosnuss? Oh ja. Hat auch die Form von einem Geist. Kommt bestimmt was raus. Wenn ich sie nur komplett zerstöre. Yes, ein Juwelengeist. Aber wo will er hin? Huja! Yes! Bamski! Nummer 2. Hoho! Ja, das lasse ich jetzt mal mit den Palmen. Die sauge ich jetzt nicht alle komplett ab. Na, wo ist der Plunger? Ja, wenn man Strand hört, dann denkt man sich Sonnenschein. Aber so ein nächtlicher Strandspaziergang, das hat auch was. Weil man da häufig die Sterne sehr schön sehen kann. Wie es auch hier der Fall ist. Ja gut, dann gehen wir mal auf diesen Steg, auf diesen Kai. Und machen da alles kaputt, ist doch klar. Warte mal, der Anker. Der Anker. Lässt sich der nicht umwerfen? So wie in B2. Da gab es nämlich auch so einen. Nee, der wackelt nur. Dann läuten wir mal die Glocke. Die Geisterglocke. Die Totenglocke. Richtig cool in Szene gesetzt, aber will ich mich wirklich auf diesen Seelenverkäufer begeben? Tja, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Bin ja schon froh, dass sie nicht direkt die Kanonen abgeschossen haben. Oh oh. Toadie! Ein Hai an Land? Der sollte doch eigentlich einfach zu besiegen sein, oder? Oh mein Gott, nein! Und wie viel Damage der schon wieder macht. Also, die werfen mit explosiven Fässern. Mit anderen Worten, ich sollte wahrscheinlich eines davon
in Richtung von diesem Fuzzi werfen. Ach, ich muss es muss noch gar nicht mal mit dem Plunger machen. Es reicht aus, wenn ich die einfach nur ansauge. Man kommt ihm aber nicht man kommt ihm nicht davon. Oh, Leute. Nein, jetzt hat er es fallen gelassen durch den Treffer. Ja, er muss den Mund aufhaben, sonst klappt das nicht. Ich bin schon unter 50%. Na also. Geht doch. Aber was muss ich jetzt tun? Das Ganze einfach nur wiederholen? Oder ist er irgendwie betäubt? Nein, ist er nicht! Und jetzt kann er sogar diagonal hinter mir hergehen. Warte, das explodiert gleich. Ich brauche ein neues Fass. Mach's Maul auf! Geht doch. Wir kämpfen gegen das Schiff. Ah, ein Herz! Habe ich das jetzt nicht gekriegt? Oder hat's nur den Sound nicht gespielt? Greif mich doch an. Nein, 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 nein. Schon clever, wie er mit den Geistern zusammenarbeitet. Aha. Ein hustender Hai. Habe ich auch noch nie gesehen. Kann ich ihn jetzt schon angreifen? Er ist noch geschützt. Muss erst noch was anderes machen. Oh mein Gott. Ja. Das ist ja häufig bei den Bossen der Fall. Oh Mann, der hat richtig viel Gewicht. Was für ein fetter Fang. Den will doch jeder am Haken haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ihn wieder dreimal treffen muss, damit er aus dem Loch da rauskommt. Oder ob einmal reicht. Nee, ich muss das tatsächlich häufiger wiederholen. Krass. Ich brauche Fässer. Das war knapp. Und das andere hat das jetzt auch noch hochgejagt. Super. Wo will das denn hin? Das Schwierigste ist es echt, diese Fässer zu kriegen. Und dann so lange auszuweichen, bis der wieder attackiert. Kommt er? Luigi ist einfach zu unbeweglich. Man braucht einen gewissen Abstand. Okay, weiß nicht, warum das kaputt gegangen ist. Ah, das explodiert schon. Oh, das war ein Snipe. Das war ein echter Snipe. Okay. Hier wird nicht rumgehustet. Und das war nur eine Finte. Aber jetzt hängt er fest. Okay, wenn ich das noch einmal mache. Was? Er hat noch eine zusätzliche Phase? Ganz ruhig, Luigi. Oh! Er will nicht, dass ich das Herz einsammle. Gleichzeitig will ich auch gar nicht so nah an seine Fresse ran. Was ist das denn? Nicht damit irgendwas machen? Ich habe mich gerettet dadurch. Wow. Ja, dann immer her damit. Selbst schuld, wenn ihr mit Bomben werft, die ich gegen ihn verwenden kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon als... Ja, wahrscheinlich zählt das als geöffneter Mund. Autsch. Keine Ahnung, was mich da jetzt getroffen hat. Yes! Uff! Ich dachte, er macht irgendwas, nachdem ich ihn jetzt so getroffen habe, aber nein. Los, Fass der Vergeltung! Dang it, man muss wirklich warten, bis die einigermaßen ausgerollt sind, ne? Okay. Schnell noch das Herz eingesammelt. Das waren drei. Das reicht ihm aber noch nicht. Hoppla! Muss ich mich wahrscheinlich wieder an das Ding dran heften. Aber diesmal ist es nicht so einfach, weil es sich bewegt. Boah, ist das cool gemacht. Aber dem Geist an sich konnte ich noch keinen Schaden zufügen.
Dang it! Bin zu ungeduldig. So, Klappe auf. Ich finde es auch ein bisschen schwer zu erkennen, wo die Fässer tatsächlich langrollen. Also diese Tiefenwahrnehmung, die fehlt mir hier in diesem Spiel wirklich. Okay, hat noch gezählt. Weiß nicht, ob es reicht. Ich schieße einfach mal. Nein, hat nicht gereicht. Aber jetzt. Perfekt. Bam! Und da kommt er rausgeflogen. Da oben komme ich aber nicht an dich ran, Junge. Hilfe, ich habe so große Angst. Oh! Was zur Hölle? Ah! Haben wir das gerade... Okay, es hat mir nur 21 abgezogen. Ja, das funktioniert immer. Vielleicht auch jetzt? Ja gut, hat nicht den Effekt gehabt, den ich vermutet habe, aber ich kann so über ihn drüber springen. Das ist natürlich praktisch. Und jetzt bist du fällig. Obwohl, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich ziehe ihm lieber noch mal ein bisschen extra Energie ab. Yes! Der Fisch, der da hinten noch rumzappelt. Ja, super cooler Boss. Aber bisschen schade, man hätte ihn noch besser in Szene setzen können, wenn das Stockwerk insgesamt ein bisschen größer gewesen wäre, ne? Weil das Thema an sich ist ja schon ziemlich interessant. Dago! Ich frag mich, warum er diese Wege immer erst öffnet, nachdem man den Boss besiegt hat. Vielleicht traut er sich vorher nicht her. Der arme Hundi. Ist das da hinten? Also nur komische Belichtung. Luigi macht einfach zu allem ein Geräusch. Das ist so herrlich. Ach ja, apropos. Wo ist hier eigentlich der große Piratenschatz? Der Toad kann mir gestohlen bleiben. Wo ist die Beute? Wieso fliegen sogar hier diese Gummienten rum? Der Final Boss ist eine riesige Gummiente. Ich sehe es kommen. Hummer! Om nom 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 nom. Ich habe noch nie Hummer gegessen. Ich habe es eigentlich auch nicht vor, weil ich das zu grausam finde, wie die zubereitet werden. Und satt wird man davon ja auch nicht. Soll ich jetzt wirklich diese ganzen Kisten hier zertrümmern? Wegen so ein paar Goldbarren? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ist ja nicht so, dass irgendwo einer meiner Freunde hier feststecken würde. Sind die überhaupt Freunde oder... Eigentlich ist Toad ja nur so ein billiger Untergebener. Was haben wir hier? Aha. Das war offensichtlich wichtig. Oh! Eine Schatzkarte! Vom Steg aus führt ein Weg durch die unsichtbare Wand, wo ich vorher nicht weiter konnte, auf eine Insel. Und da ist was versteckt. Cool. Ich will es zerstören, damit es außer mir niemand lesen kann. Das ist ein netter Touch. Und damit kann ich doch bestimmt auch noch was machen. Mhm. Oh, lol. Was müsst ihr mit dem machen? So. Einer ist mit mir davon gekommen. Meine Angelfähigkeiten lassen zu wünschen übrig. Ah, dieses Geräusch. Das ist schon sehr, sehr befriedigend. Na, wo ist der denn jetzt hin? Also gut, ich kümmere mich um Toad. Er fällt jetzt direkt in die Kanone und wird weggeschossen.
Luigi, du hast den dritten Toad gerettet. Auch dieser Toad sollte am besten bei mir im Labor abwarten, bis sich die Sicherheitslage im Hotel verbessert. Ja, bis du ihn wieder auf so eine Selbstmordmission schickst. Also bring ihn zum Aufzug, Luigi. Das machen wir. Aber natürlich wollen wir davor noch ein bisschen zusammen Spaß haben, nicht wahr? Komm, ab in die Kanone. Huh? LOL! Das funktioniert tatsächlich. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Den Mond abgeschossen. Leider nur. Kein Juwel oder sowas. Kann ich das jetzt eigentlich noch weiter drehen? Nee, das klemmt. Das klemmt. Ich würde ja liebend gerne über dieses Seil balancieren. Aber ich befürchte, da komme ich nicht so einfach hin. Und Toad ist jetzt auch schon da runtergefallen, dummerweise. Hey, Captain Toad, wie wär's, wenn wir einfach auf eine Reise gehen? Kleine Schiffsrundfahrt hier durch dieses Stockwerk. Oha, man kommt also doch tatsächlich irgendwie da hoch. Jetzt frage ich mich halt, ob das nur mit Toadowski möglich ist. Ja, der macht das eigentlich ziemlich gut. Klasse Job! Klasse Job, Kleiner! Jetzt könnte ich mal versuchen, mit Toad den Anker umzuwerfen. Nö, der quietscht nur fröhlich vor sich hin. Ding, ding! Aber wir haben ja noch ein Geheimnis zu lüften. Nämlich das der Schatzkarte. Frag mich nur, warum mir das vorher nicht aufgefallen ist. Man kann da einfach durchlaufen. Ich hoffe, du kannst schwimmen, Toad. Oh, warte mal. Aha. Das hat man nämlich auf der Karte auch gesehen, dass da so ein Steg sein muss. Moment, fehlt noch eins? Das hat aber lange gedauert. Noch eine? Ja. Und da hängt aber tatsächlich nur eine Perle. Das glaube ich nicht. Oh, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Yes. Ordentlich Schätze. Und sogar noch eine Truhe. Komm, gib mir ein Juwel. Ja! Toadie? Okay. Dann fehlen noch zwei. Vielleicht hat ja eines mit dem Objekt zu tun, das mir durch den Boden gefallen ist. Würde mich zumindest nicht wundern. Na, ich würde mal sagen, den Toad, den geben wir im nächsten Part ab. Und dann sehen wir uns im nächsten an dieser Stelle wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.